So, und unser dritter Film heute ist Festung. Und dazu begrüße ich die Regisseurin Kirsi Marie Liemerteinen und die Schauspielerin Ursina Lardi. Herzlich willkommen. Danke. Ja, ihr habt ein sehr dichtes, emotional sehr berührendes Drama über häusliche Gewalt gemacht. Es geht um die 13-jährige Johanna, gespielt von Elisa Essig, die in der Schule eine Außenseiterin ist, keinen Anschluss findet, sich verliebt und noch dazu sehr viel Verantwortung tragen muss für ihre kleine Schwester. Denn die Mutter, gespielt von dir, Ursina, gibt dem Vater noch mal eine zweite Chance. Der Vater, gespielt von Peter Lohmeier, hat diese zweite Chance allerdings vielleicht nicht verdient, denn er hat keine Fortschritte gemacht in seiner Therapie und wird wieder gewalttätig. Und dein Film geht darum, wie diese häusliche Gewalt, wie man damit lebt und was für Auswirkungen das auf eine ganze Familie hat, beziehungsweise auf das Lebenskonzept jeder einzelnen Person in der Familie. Was sehr nahe geht, ist, dass die Gewalt wird nicht gezeigt, also man sieht keinen prügelnden Familienvater, aber es bleibt ein sehr beklemmendes Gefühl trotzdem, was man auch den starken Darstellungen der Kinder auch verdanken kann. Wie hast du denn es geschafft, dass ihr so ein dichtes Familienensemble gefunden habt? Ja, also wie habe ich das geschafft? Ich würde sagen, dass ich sehe mich als Regisseurin immer, dass ich möchte helfen, Schauspieler, professionelle Schauspieler oder Kinder und Jugendliche. Und ich hatte das Glück, dass es geklappt hat, dass jeder, auch die Kinder, wie auch Ursina und Peter, dass die das Thema so ernst genommen haben und auch das verinnerlicht haben und spürbar machten, auch ohne Wörter. In Situationen, wo man hat nicht gesprochen. Also jede von dieser Familie, jede Figur hat dazu gebracht, dass wir haben jetzt einen Film, wo diese Atmosphäre zu Hause spürbar ist. Und auch, was ich wichtig finde, wenn man spricht über häusliche Gewalt, ist, dass zu Hause ist eigentlich ein Ort, wo man soll in Schutz sein. Also man hat ja heutzutage viel Stress schon, Kinder im Kindergarten haben Stress oder in der Schule. Und dann zu Hause soll man entspannt sein, geschützt sein. Und das ist das nicht. Alles ist nur unter Druck. Es sind viele Geheimnisse. Es wird gelogen. Und keiner kann irgendwie aussprechen von diesem Muster. Die Frage gebe ich jetzt auch noch mal an dich weiter. Ihr wirkt, es ist eine starke Familiendynamik sichtbar. Und auch du in deiner Rolle, du hast vielleicht nicht so viel Text, aber die Situation ist ständig auf dein Gesicht geschrieben oder kommt fast über die Haut raus. Wie habt ihr das denn geschafft, so ein Gefühl zu kreieren? Na, das eine ist, dass wir einfach Zeit miteinander verbracht haben. Im Vorfeld, wir haben in diesem Haus, was ja an sich schon ein ganz merkwürdiger Ort war, wir haben einfach Zeit verbracht. Wir haben nicht in diesem Sinne geprobt. Wir haben Mittagessen gekocht, alle haben ein bisschen gespielt. Alle Familienmitglieder? Die Familie mit Kirsi zusammen. So. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr gute Art, sich so zusammenzufinden, weil es muss ja eine Selbstverständlichkeit haben. Auch wenn das eine Drucksituation ist und auch wenn das eine gestörte Familie ist, sind die sich ja vertraut. Ja, so. Und das haben wir einfach, glaube ich, wirklich erreicht mit diesem, also erstens mal die lange Phase der Castings, wo ich oft dabei war. Und dann halt diese Zeit, die man da einfach zusammen verbracht hat. In selbstverständlichen Situationen. Was für Kinder, glaube ich, ganz wichtig ist, dass es so ganz normal ist, dass ich die Mama bin, fertig. Ja. So. Wir schauen am besten gleich mal uns einen Ausschnitt an, damit auch die Zuschauer zu Hause wissen, worum es geht. Film ab, bitte.
Ja, die Darstellungen von Elisa Essig und auch von der Darstellerin der kleinen Tochter, der Moni, gespielt von Antonia Tamara Pankow, sind sehr beeindruckend in ihrer Natürlichkeit und Reduziertheit. Wie war das denn für dich mit einer, das war ja die erste Rolle für Elisa, wie war das denn für dich, mit einer kompletten Novizin zu arbeiten? Das ist eine Kollegin gewesen für mich, ja. Die ist begabt, die ist da, sie spielt nicht. Mehr muss man gar nicht machen eigentlich. Ja. Also insofern war das überhaupt kein, außerdem war sie wahnsinnig diszipliniert, irre belastbar. Wir hatten wahnsinnig lange Drehtage, darf man ja gar nicht sagen, weil es ja nicht erlaubt ist. Die stand wie eine Eins. Also insofern, das war so eine absolute Kollegin. Ja. Ja. Das Drehbuch hat Nicole Armbruster geschrieben. Und ihr kennt euch von Babelsberg Filmhochschule. Genau. Bist du ans Buch gekommen? Also Nicole hat das mir geschickt. Dann habe ich das gelesen und ich kann immer noch heute erinnern, wie berührt ich war und wie beeindruckt ich war. Ich habe auch geweint und ich habe dann gedacht sofort, dass das ist ein Thema, was man unbedingt machen muss. Und ich hatte da auch persönlichen Zugang zu dem Thema, sofern, dass ich meine Großeltern beobachten musste, leben musste, dass da Gewalt ist, passiert zwischen den beiden. Und auch jetzt, wenn man denkt, jetzt diese Filmdreharbeiten und auch später bei der Sounddesign und Mischung habe ich dann auch versucht, nochmal zu erinnern, wie habe ich mich gefühlt, wenn ich im Schrank war und ich habe gehört, was draußen passiert. Und wie fühlt es an für ein Kind? Ja. Wer nicht weiß, man hört nur furchtbare Geräusche. Und wie das denn auch beeindruckt, beeinflusst die Menschen. Darüber habe ich auch mit meiner Mutter gesprochen, dass wie die Konsequenzen dann sind. Manche Zuschauer haben gefragt, was passiert in der nächsten Generation. Also ich bin sicher, dass häusliche Gewalt beeinflusst die Menschen. Das ist dann eine andere Sache, wie es dann äußert sich, also wie man das denn sieht. Die Leute reagieren dann unterschiedlich, aber gewiss geht das nicht einfach so. Vorbei. Ja, also der Ton spielt eine große Rolle in dem Film, aber was mir auch aufgefallen ist, sind die gleitenden Kamerafahrten, wo ihr durch die Weinberge, also Elisa auf dem Fahrrad verfolgt, beziehungsweise der Junge, in den sie sich verliebt, ist begeisterter Modellflugfan. Und das sind schöne, das sieht man so, die Freiheit, nach der sich diese Figuren sehnen, die sie allerdings nicht haben, weil sie sind sehr gebunden in ihrer Loyalität gegenüber dem Vater, den sie ja lieben. Aber das, war das auch schon im Drehbuch drin, diese Freiheit, ich nenne sie jetzt mal Freiheitssequenzen? Ja, also das, darüber haben wir auch mit Nicole gesprochen, also zum Beispiel diese Flugzeugplatz. Also das war ja schon immer da und das musste ja auch sein als Kontrast und Fahrradfahrten, Johanna allein, Natur. Natur ist mir ja immer wichtig, weil ich ja aus Finnland komme. Also Natur als Beschreibung von seelischer Zustand von einem Mensch. Und dann haben wir dann noch mehr dann während Dreharbeiten diese Fahrradfahrten da experimentiert. Und Heppenheim hat ja auch gute Möglichkeiten mit diesen Bergwegen. Ja, es ist allein visuell sehr schön, was man das sieht. Gibt es einen Kinostart? Wie geht es weiter mit dem Film? September. 13. September. Vormerken, den 13. Ja, September. Bitte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, Ursina Lardi und Kirsi-Marie Limatein.